Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir hier im Südwesten bei der Zwielichtterrasse beim Tor des Meisters zwei Quests erledigt. Die wollten wir jetzt heute abgeben und mal gucken, was wir hier als Folgequests bekommen. Das werden wir jetzt direkt mal machen. So, einmal hier rein. Da müssen wir hinten in diesen kleinen Gang, wo die zwei Ladies waren. Die Gnomenfrau und die Zwergenfrau. Die hatten uns die beiden Quests ja gegeben. Gott sei Dank, das werden wir noch nicht abgemountet. Sehr schön. Werden wir hier drin überhaupt abgemountet? Ne, da bin ich vorhin den Weg umsonst zu Fuß gegangen, also in der gestrigen Folge. Diese Pläne sind der... Zwielichtpläne. Diese Pläne sind der Schlüssel zu allem. Ja, bitteschön, die Pläne. Movi betrachtet die Pläne, die ihr gegeben habt. Das ist nichts als Kauderwelsch. Was soll das überhaupt bedeuten? Welche Sprache ist das? Ja. Überflieger. Ein Tor. Die Kultis haben ein Titanentor ausgebuddelt. Ja, haben sie. Mächte des Feuers, des Wassers und der Luft. Habt ihr da oben diesen plappernden Idioten gehört? Das ist kein geringerer als Hilton Kaul, ihr Anführer. Die Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er entzieht sie den gebundenen Elementaren, was ihn nahezu unbesiegbar macht. Die einzige Chance, wie wir ihn im Kampf besiegen können, besteht darin, die Elementare zu töten und jeweils ihren Zauberschutz zu erlangen. Das sollte euch vor Hetens Magie beschützen. Nun, zumindest vor einem Großteil davon. Alles klar. Oh, und die kleine Lady hat auch noch eine Quest für uns. Entschlüsselung leicht gemacht. Wir haben nicht die Werkzeuge, um die chiffrierten Pläne zu entschlüsseln. Doch der Schattenhammer hat sie. Wärt ihr so gut, mit den Plänen dort hinaufzugehen und sie durch die Einweg der Chiffrierungsmaschine laufen zu lassen? Das machen wir natürlich gerne. Und wir können hier drin natürlich fliegen. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Sehr schön. Gönnen wir mal hier nebenbei einen Schluck Johannisbeerschorle. Mmh. Ja, köstlich. Was haben wir da unten? Herzblüte und Elementium. Ah, dann nehmen wir erstmal das Elementium und dann die Herzblüte. Und danach werden wir uns mal um die zwei Quests hier oben kümmern. Markieren wir die mal als Quests, die wir verfolgen. Genau, die sind wiederum hier unten. Pläne entschlüsseln und ein paar Schutzzauber erlangen, mit denen wir dann gegen den Helit oder wie der hieß. Wie hieß der? Heten. Heten Kaul. Der müsste hier oben irgendwo sein. Da oben ist er, glaube ich, da wo dieser riesige Schein ist. Ah genau, da oben schreit er schon so ein bisschen rum. Das Schreien wird ihm aber noch vergehen, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn hier die... Irgendwo hier müsste das eigentlich sein. Ach, da können wir die dechiffrieren, alles klar. Machen wir natürlich gerne, müssen wir das hier... Ah ja, das hat sogar geklappt, sehr schön. Scheinbar brauchen wir aber für jede eine eigene Dechiffrierungsmaschine. Holen wir uns die mal. So, einmal dich getötet. Da vorne ist der Wasserelementar. Ich weiß nicht, wie lange diese Buffs aktiv sind, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Na, da komme ich nicht ran. Stellen wir uns mal hier so hin. Ich weiß nicht, wie lange die Buffs aktiv sind. Das werden wir jetzt gleich mal auschecken. Die sind aktiv unendlich lang, so wie es ausschaut. Okay, also haben keine Zeitbegrenzung. Dann können wir hier auf jeden Fall noch die Pläne entschlüsseln. Bevor wir uns dann Hätin widmen. Hier haben wir noch eine Dechiffrierungsmaschine. Sehr gut. So, wunderbar. Hatten wir gerade wieder nicht genug Wut, um Hinrichten zu benutzen? Das ist traurig. Das ist traurig. So, jetzt schauen wir mal. Ist das noch eine Dechiffrierungsmaschine tatsächlich? Jetzt heilen wir uns aber erstmal. Das vergesse ich ja immer. So, sehr schön. Können wir dich nochmal unterbrechen. Ja, und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir noch brauchen, um hier einen Levelaufstieg zu schaffen. Wir haben ja komplett hier erholt, weil ich im Gasthaus ausgelockt habe. So, da wollten wir dechiffrieren. Können wir das auch machen? Nee, das ist keine Dechiffrierungsmaschine. Alles klar. Das hier auch nicht. Hier dreht sich irgendwie alles. So, während er zaubert, können wir das dechiffrieren. Sehr schön. So, wunderbar. Dann schauen wir mal, wo wir noch sowas haben. Ist hier hinten irgendwo was? Tatsächlich, da vorne haben wir noch was. Und in dem rechten Zelt haben wir auch noch was. Kommst du mal mit? Und dann kommst du mal mit.
Dich unterbrechen wir mal, dass du uns hinterherläufst. Wunderbar. Da können wir euch beide hier mal töten. So, sehr schön. Und mit den zwei Maschinengerätschaften sollten wir das dann auch gleich schaffen. Und dann können wir uns endlich Häten zuwenden. So, mal gucken. Da können wir dechiffrieren. Und hier vorne können wir dechiffrieren. Ich schwing mich mal schnell auf unseren Drachen, dann geht das ein bisschen schneller. So, wir brauchen noch den Feuerzauberschutz und können hier direkt noch eine Quest abgeben, okay. Aha, also das ist es. Sie haben vor, in Uldum einzumarschieren. Das Schlimme ist, dass die Pyramide im Inneren der Anhöhe des Schöpfers in Uldum zu einer Waffe umfunktioniert werden kann. Eine Waffe, die alles Leben auf Azeroth zerstören würde. Die falsche Folge. Wir müssen den Schattenhammer daran hindern, das Tor zu benutzen. Es gibt nur einen Weg. Gebt die falsche Aktivierungsfolge ein und zerstört es. Hm, mal sehen. Ja, damit öffnet man das Tor zu den explosiven Tiefen der Feuerlande, der Elementarebene des Feuers. Das sollte funktionieren. Alles klar? Dann holen wir uns hier mal schnell den Feuerbuff, beziehungsweise den Anti-Feuerbuff. Hauen wir die beiden hier mal fix kaputt. Wo ist denn er jetzt hingelaufen? Gut, soll uns nicht interessieren. Wir haben auf jeden Fall den Buff bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Looten können wir ihn nicht. Wir sehen jetzt ja auch, wir haben jetzt zwei Orbs, die um uns rumfliegen. Das ist sehr schön. Müssen wir nochmal gucken, wo der dritte Buff ist. Der ist da im Süden irgendwo. Und das Tor müssen wir auf jeden Fall zerstören. Tor zerstören. Ah ja, hier war das Tor. Dann geben wir mal die falsche Aktivierungsfolge ein. So schwer sollte das ja nicht sein. Das ist, glaube ich, einfacher, als die richtige einzugeben. So, wunderbar. Tor zerstört. Sehr schön. Dann kann der Schattenhammer-Clan lange versuchen, hier durch das Tor zu gehen. Das ist soweit kaputt. Wunderbar. Das müssen wir uns noch holen, oder? Luftzauberschutz. Tatsächlich. Machen wir das mal ganz fix. Und dann wird es direkt zu Häten gehen. Ich hoffe, dass da jetzt gerade kein anderer questet. Das wäre ein bisschen doof. Müssen wir nämlich nicht derweil irgendwas anderes machen. So, wunderbar. Würde ich sagen, mampfen wir schnell was. Dass wir hier volles Leben bekommen. Und dann können wir uns direkt zu Häten begeben. So, volles Leben, wunderbar. Jetzt müssen wir nur nochmal gucken. Da oben war der, gell? Genau. Was ist hier eigentlich? Ach, das war der Wasserelementar. Okay. Der wird, denke ich, extrem viel Leben haben. Wir haben aber drei Buffs. Damit sollte das eigentlich klappen. Ja, 134.000, das ist eigentlich gar nichts. Kann er vielleicht mal runterkommen, sonst kann ich ihn nicht angreifen. Ah doch, wenn ich hier stehe, kann ich ihn angreifen, alles klar. Und so wie es ausschaut, fressen wir echt extrem wenig Schaden, sehr schön. Da bringen die drei Buffs auf jeden Fall was. Er kann uns eigentlich nur mit Erdangriffen angreifen. Weil wir haben einen Buff gegen Luftzauber, einen gegen Feuerzauber und einen gegen Wasserzauber. Und da haben wir es auch schon geschafft. Sehr gut. Prima, dann können wir jetzt zurück. Übrigens, einen schönen Stab hat er auf jeden Fall. Das klingt jetzt zwar ein bisschen falsch, aber ihr wisst schon, was für einen Stab ich meine. Nicht den bösen Stab, sondern den... Oh, eine Herzblüte. Müsste noch orange sein, oder? Nee, ist inzwischen gelb, aber gibt auf jeden Fall noch einen Skillpunkt, denke ich. Was haben wir hier hinten? Da haben wir auch noch eine Herzblüte. Die nehmen wir auch noch ganz fix mit. Ja, hat sogar einen Skillpunkt gegeben. 504, wunderbar. Wenn wir Glück haben, kriegen wir damit 505. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann hat es sich doch definitiv gelohnt, hier hinterzukommen. So, lala. Dann werden wir uns aber langsam hier Richtung Norden begeben. Ich hoffe jetzt zumindest mal, dass die Quests hier im Süden erstmal erledigt sind. Was haben wir da? Eine Herzblüte. Oh, die nehmen wir natürlich auch mit. Wo war die? Ich sehe dich nicht. Da bist du, alles klar. So, sehr schön. Und wir haben schon wieder ein Stack voll. Das geht so flott, das ist der Wahnsinn. Die Verbände können wir da oben hinpacken. Elementium Erz haben wir jetzt auch schon ein Stack. Wahnsinn. Wo packen wir das hin? Ja, packen wir das mal da unten in die Ecke. So, da unten müssen wir nichts abgeben. Dann gehen wir mal zu unseren zwei Ladies hier hinten.
Die falsche Folge. Ihr habt es geschafft. Ihr habt herausgefunden, was der Schattenhammer vorhat und ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Movi stellt sich auf die Zehenspitzen und gibt euch einen Kuss auf die Wange. Nun, ich bin mir sicher, dass ich hier irgendwo etwas für euch habe. Sie kramt nach eurer Belohnung. Einmal eine Plattenbrust. Das nimmt uns ein wenig Trefferwertung, gibt uns dafür Meisterschaft, aber Rüstung, Stärke, Ausdauer und Parieren wird nochmal richtig krass gebufft. Das ist eine sehr, sehr geile Tankbrust, die wir direkt ausrüsten werden. Danke dafür, liebe Movi. Das ist keine Pyramide. Die Pyramide bei der Terrasse des Schöpfers in Uldum ist nicht wirklich... Achso, nee, die nehmen wir nicht an. Die schickt uns nämlich nach Uldum. Das können wir später mal machen. Mächte des Feuers, des Wassers und der Luft. Wie geht's? Das nenne ich Kampfgeist, ein Übel weniger in dieser Welt, vor dem die Kleinen sich fürchten müssen, wenn sie abends ins Bett gehen. Und wir müssen uns auch keine Sorgen mehr um ihn machen. Nun, dann lasst mich mal nachsehen. Irgendwo in unseren Kisten haben wir sicher eine passende Belohnung für euch. Sehr gut. Jetzt haben wir hier einmal Stoffschultern, Kettenhände und einen Plattenkopf mit Ausdauer und Int bringt uns leider alles nichts. Wir nehmen mal das hier. Das gibt uns am meisten Skillpunkte. Harrison Jones, ich könnte die Quest zumindest mal annehmen und dann in der Burg Sturmwind abgeben. Wir müssen ja in der Burg Sturmwind dann die Quest, die uns nach Uldum schickt, nicht annehmen. Ich lese das jetzt einfach nochmal vor. Das ist keine Pyramide. Schönen guten Tag. Die Pyramide bei der Terrasse des Schöpfers in Uldum ist nicht wirklich eine Pyramide im klassischen Sinne. Es ist eine große Maschine, die für unzählig viele Funktionen umprogrammiert werden kann. Todesschwinge wollte, dass der Schattenhammer sie in diese riesige Waffe umfunktioniert. Merrily, ihr müsst das Portal benutzen, um Harrison Jones in Sturmwind diese Information zukommen zu lassen. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich glaube, die lacht uns aus, weil ich ihre Stimme nicht so gut hinbekomme. Stimmt, hier gab es ein Portal, womit wir hier nach Sturmwind gehen können. Da machen wir die Quest einfach ganz fix. Ich schätze mal nicht, dass wir jetzt nach Uldum geschickt werden. Und falls doch, dann gehen wir einfach wieder durchs Portal hier rein. Übrigens wollte ich noch was ausprobieren. Das könnten wir eigentlich auch machen. So, wir gehen erstmal hier zu Harrison Jones. Der müsste hier hinten sein. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, da hinten drin ist er, in der Bibliothek. Oh, wir könnten hier eigentlich Archäologie lernen. Bildet mich aus, Archäologielehrling. Wunderbar, dann haben wir das auch erlernt. Prima. Dann können wir untersuchen eigentlich auf unsere Leiste ziehen. Können so untersuchen. Wobei, da habe ich jetzt gerade keinen Platz. Ist im Prinzip auch egal. Gehen wir mal die Quest ab. Das ist keine Pyramide. Hallo? Uldum, was ist das? Auf dann. Sprecht mit... okay, die Quest nehmen wir nicht an. Die merken wir uns aber vor, später für Uldum. Auf jeden Fall. Und jetzt wollte ich was ausprobieren. Wir werden höchstwahrscheinlich dabei draufgehen, aber... Ich hatte das schon mal in den Kommentaren versprochen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Einfach, weil es mich auch selber interessiert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Portal nach Tiefenheim. Kommen wir jetzt direkt nach Tiefenheim? Oh, das ist blöd, das ist blöd. Ich wollte eigentlich oben zum Mahlstrom... Wie mache ich das? Und warum schwebe ich hier auf der Treppe? Geht es nochmal kurz nach Sturmwind? Ich muss das irgendwie hinbekommen. Müssen wir mit Narad, dem Erdsprecher, reden? Nee. Wie kommen wir denn zum Mahlstrom? Portal nach Tol-Barad, Vashir? Ich glaube, zum Mahlstrom an sich kommen wir nicht mehr, oder? Falls jemand weiß, wie das doch geht, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir das über die Kommentare oder über eine PN mitteilen könntet. Über die Kommentare wäre es mir natürlich lieber, weil das dann alle mitbekommen. Eventuell weiß das hier jemand auch nicht und würde sich dafür interessieren. Okay, dann machen wir jetzt erstmal in den Tiefenheim weiter. Ich wollte einmal in den Mahlstrom reinspringen, ohne Flugmount. Das wäre sicher lustig gekommen, weil ich weiß auch gar nicht, ob man dabei stirbt oder, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert. Hier kommen wir nicht durch, da müssen wir über den Hintereingang. Wer bist du? Imozoelbat. Ein Trollschamane, der versucht da, glaube ich, auch durchzukommen. Wir sind aber ein bisschen klüger und werden einfach mal an die hintere Wand fliegen. Und ich denke, da kommen wir dann auch hin. Soweit ich weiß. Da ist, soweit ich weiß, auch der steinerne Kern. Der müsste da oben auf dem Plateau sein. Beziehungsweise gab es hier, glaube ich, irgendwo mal ein Plateau. Keine Ahnung.
So, hier unten können wir auf jeden Fall die Quest abgeben. Wo haben wir hier noch was? Eine Herzblüte, die sammeln wir als erstes ein. So. Oder ging es da hinten rein? Irgendwo ging es auf jeden Fall rein. Ich weiß das gar nicht. Wo war das denn? Nee, hier geht's nirgends rein. Komisch, okay. Soll mich aber jetzt erstmal nicht interessieren, da müssen wir eh nicht hin. Gehen wir mal fix die Quest hier ab. Nehmen wir mal die nächsten Quests an. Wer ihr sein denn? Beziehungsweise nein, das tun wir nicht. Wir geben die Quest nächstes Mal ab, damit wir direkt wissen, worum es dann bei der Folgequest geht, beziehungsweise dann auch direkten Zusammenhang haben. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch und würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Tschüssi!